Willkommen beim Espresso mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Diesmal ganz infektionsschonend an der frischen Luft und unter freiem Himmel. Auch diese Sitzungswoche des Deutschen Bundestages steht in Zeichen von Corona, wenn es nach uns geht, aber nicht ausreichend genug. Denn die Bundeskanzlerin verhandelt über Dinge, die wesentlich für unsere Freiheit sind, hier nicht im Parlament mit den Abgeordneten, sondern in einer Telefonschaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten. Fachleute nennen das Exekutivföderalismus. Und das heißt eben nichts anderes, als dass die Parlamente im Bund und den Ländern außen vor sind. Wir sind der Meinung, solche Debatten gehören hier ins Parlament und in den Deutschen Bundestag. Wir Freie Demokraten haben zwei Themen auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt. Das erste Thema betrifft die Kitas. Und es ist wirklich eine enorme Doppelbelastung, die Eltern, die Corona-Eltern im Moment erleben, nämlich aus Homeschooling und Homeoffice. Und deshalb müssen wir schnell dafür sorgen, dass Kitas und Schulen verantwortbar wieder öffnen. Vor allen Dingen müssen wir auch dafür sorgen, dass es nach Corona noch genügend Kitas gibt. Denn viele private und soziale Träger droht die Pleite. Und das darf nicht passieren, denn wir brauchen dauerhaft eine gute Betreuungsinfrastruktur. Stichwort Pleite. Das zweite Thema ist das Thema Wirtschaft. Und ich weiß, jetzt sagen wieder einige, FDP kommt wieder mit der Wirtschaft. Ja, aber an der Wirtschaft hängen die Arbeitsplätze, Existenzen, die Steuereinnahmen des Staates und damit auch die Möglichkeit, um in Bildung, Infrastruktur und sozialen Ausgleich zu investieren. Und deshalb brauchen wir hier einen Konjunkturimpuls. Und am besten über Investitionen und private Investitionen hebelt der Staat am besten durch großzügige Abschreibungsregelungen und indem der Staat nicht mit der Gießkanne Geld verteilt, sondern indem er gezielt in Infrastruktur investiert. Denn in der Vergangenheit hatten wir viel Geld, aber keine Kapazitäten am Bau. Die haben wir jetzt, also sollten wir jetzt die Straßen, die Schulen, die digitale Infrastruktur in Ordnung bringen. Dann wird das Land stärker und kann hinterher richtig durchstarten, wenn die Wirtschaft wieder anläuft. Und das wäre das beste Konjunkturprogramm statt irgendwelcher Verstaatlichungsprogramme.